Am 24. Juli 2015 fand in Kötschach-Mauthen im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten 100 Jahre Karnische Front eine Angelobung des Militärkommandos Kärnten statt. Nach der Feier vor dem Rathaus marschierten die Rekruten auf den Sportplatz. Es war dies auch der letzte Auftritt der Militärmusik Kärnten. Ausgerückte Truppe. Rechts! Vor Beginn der Veranstaltung begrüßten Luisa Salcher und Timon Hackhofer die Gäste der Angelobung mit einem Gedicht von Wilhelm Busch. Bewaffne der Friede. Ganz unverhofft auf einem Hügel sind sich begegnet Fuchs und Igel. Halt, rief der Fuchs, du böse nicht. Kennst du des Königs Ordnung? Ist nicht der Frieden längst verkündigt? Und weißt du nicht, dass jeder Sündling, der immer noch gerüstet geht, im Namen seiner Majestät, komm her und bleib dein Feld. Halt im. Der Igel sprach. Nur nicht so schnell, nur nicht so schnell. Lass dir zuerst deine Zähne brechen, dann wollen wir uns weiter sprechen. Und alsobald macht er sich rund, zeigt seinen lichten Stachelbund. Und trotz dem Trost der ganzen Welt, bewaffnet doch als Friedensheld. Luisa Salcher und Timon Hackhofer. Jetzt beginnt allerdings der Festakt mit der Meldung an den Herrn Bundesminister, dem Abspielen der Bundeshymne und dem Abschreiten der Front. Herr Bundesminister, Oberstleutnant Reiter meldet zur feierlichen Angelobung angetreten. Eine Ehrenformation bestehend aus der Militärmusik Kärnten, dem Insignium Trupp Militärkommando Kärnten, einer Ehrenkompanie vom Führungsunterstützungsbataillon 1 und vom Jägerbataillon 26, Jungmännerkompanien vom Pionierbataillon 1 und Führungsunterstützungsbataillon 1 und Militärkommando Kärnten. Weiters Abordnungen der Kameradschaftsverbände, der Blaulichtorganisationen und der örtlichen Verbände. Großartig, danke für den Festakt.
es folgten die große Flaggenparade, wo die Dienstflagge der Republik Österreich durch zwei Soldaten der Staatskompanie und Dienstbetrieb Militärkommando Kärnten, zwei Trachtenfrauen und zwei Angehörige der Bergrettung Kötschach-Mauthen zur Mitte des Festplatzes getragen und gehisst wird. Die Angehörigen der Bergrettung gedenken dabei an jene fünf Kameraden, die in den letzten beiden Jahren verunglückt sind. Ehrenkompanie! Hessen! Flaggenhisser einmarschieren! Erlauben Sie mir, dass ich als erstes Grüß Gott zu Ihnen diesmal nur meine Herren Rekruten sage, es ist keine Frau dabei. Herzlich willkommen, dies ist Ihr Tag und der Tag gehört Ihnen und die Ehrengäste mögen es mir verzeihen, wenn ich Sie an die erste Stelle der Begrüßung stelle. Herzlich willkommen Sie und Ihre Angehörigen, Grüß Gott in Kötschach-Mauthen. Es kommt nicht oft vor, dass bei einer Angelobung der Herr Bundesminister für Landesverteidigung und Sport anwesend ist. Das ist heute der Fall. Es gilt für uns Soldaten als eine besondere Auszeichnung, wenn höchste Repräsentanten der Republik Österreich und des Landes Kärnten zu so einer wichtigen Feier kommen. An der Spitze begrüße ich sehr herzlich den Herrn Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Herrn Magister Gerald Klug. Grüß Gott, Herr Bundesminister. Als besondere Auszeichnung und schon, darf ich sagen, fast Gewohnheit ist, dass die höchsten Vertreter unseres Landes zu unseren Feiern kommen. An der Spitze begrüße ich diesmal in Vertretung für den erkrankten Landeshauptmann den Präsidenten des Kärntner Landtages, Herrn Ingenieur Reinhard Rohr. Grüß Gott, Herr Landtagspräsident. Ein Willkommensgruß gilt den Abgeordneten zum Kärntner Landtag, Herrn Klubobmann, Ingenieur Ferdinand Tueta, Herrn Alfred Tiefnig, Herrn Rola Zellot und Herrn Magister Josef Zopot. Grüß Gott, Herr Abgeordneter. Unser respektvoller Gruß gilt den Kommandanten der Streitkräfte, Herrn Generalleutnant Magister Franz Reisner. Mein herzlicher und kameradschaftlicher Gruß gilt dem Militärkommandanten von Kärnten, Herrn Brigadier Walter Gitzstaller. Ebenso herzlich begrüße ich den stellvertretenden Kommandanten der 7. Jägerbrigade, Herrn Oberst Ulfried Kohm. Einen respektvollen Gruß entbiete ich der Hohen Geistlichkeit, der katholische Militärseelsorger Militärdekan Dr. Emanuel Ungin und der evangelische Militärseelsorger Oberstudienrat Magister Michael Matiasek. Applaus
Stellvertretend für alle Behördenleiter darf ich den höchsten Beamten des Landes Kärnten, den Landesamtsdirektor Herrn Oberst der Miliz Dr. Dieter Platzer, begrüßen. Ebenso begrüße ich den Bezirkshauptmann von Hermungen, Herrn Magister Dr. Heinz Bansi. Ich begrüße sehr herzlich für das Diplomatische Korps Herrn Honorarkonsul Dr. Bernd Hesse. Mein Willkommensgruß gilt den Nachbarbürgermeistern, Herrn Hans Ferlitsch von St. Stephan im Geiltal, Herrn Diplom-Ingenieur Schuster von Millstadt, der auch gleichzeitig der Vertreter unseres Partners Verbund ist, den Bürgermeister der Marktgemeinde Kirchbach, Herrn Hermann Janschki, und den Bürgermeister von Hermagor, Herrn Siegfried Ronacher. Stellvertretend für die Blaulichtorganisationen begrüße ich recht herzlich Bezirksfeuerwehrkommandanten Oberbrandrat Gerfried Bürger, den Bezirkskommandanten von Hermagor Major Werner Mayer, den Bezirkspolizeikommandanten von Spital Oberst Johann Schun, den Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes Kötschach-Mauthen Herrn Günther Demessel. Herzlich willkommen. Stellvertretend für alle Präsidenten, Kommandanten, Obmänner, Verbandsdirektoren, Verbände, Offiziers- und Unteroffiziersabordnungen begrüße ich den Präsidenten der Dolomitenfreude und auch den Kommandanten des Heeresgeschichtlichen Museums, Herrn Dr. Christian Ordner, den Landesleiter der österreichischen Wasserrettung, Herrn Heinz Kerniak, den Landesleiter der Bergrettung, Otmar Striednik, den Präsidenten der Offiziersgesellschaft Kärnten, Oberst Willibald Albel, den Präsidenten der Unteroffiziersgesellschaft Kärnten, Maximilian Buchern, und den Präsidenten des Europahauses, Landtagsabgeordneter außer Dienst, Nikolaus Lanner, sowie vom Verbund, Herrn Diplom-Ingenieur Jürgen Dürk. Herzlich willkommen. Für alle Kameradschaft und Traditionsverbände sei ein Grüß Gott den Landtagsabgeordneten außer Dienst Fritz Schretter vom Kärntner Abwehrkämpferbund sowie für den ÖKB-Landestelle Kärnten Wolf-Dieter Resenig gesagt. Mein Dank und Gruß gilt der Freiwilligen Feuerwehr Kötschach-Mauthen und ich bedanke mich auch ganz herzlich für die starke Abordnung, die mit angetreten ist, der Obergeldaler Trachtengruppe, der Trachtenfrauen Mauthen, der österreichischen Wasserrettung, der Bergrettung, der KMK Traditionsgendarmerie, dem Samariterbund mit der Rettehundestaffel Kärnten, dem Veteranenverein der Albini, dem Veteranenverein der Marine sowie dem Veteranenverein von Arma Erona, sowie den österreichischen Kameradschaftsbund und den Abwehrkämpferbund mit den starken Fahnenabordnungen. Bewusst zuletzt und nicht minder herzlich gilt mein Gruß den Gastgeber, dem Bürgermeister der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen mit all seinen Gemeindevorständen und Gemeinderäten. Grüß Gott, Herr Bürgermeister, und herzlichen Dank für deine Unterstützung. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich herzlich für die Unterstützung. Wir wissen, dass die Ausrichtung so eine Angelobung durch die Mitwirkung der Gemeinde erst in diesem Ausmaß möglich. Und zuletzt, meine Damen und Herren, verehrte Festgäste, bedanke ich mich bei Ihnen, die heute Sie zu dieser Feier gekommen sind. Es folgt nun der geistliche Teil dieser Angelobungsfeier, gestaltet durch den katholischen Militärseelsorger, Militärdekan Monsignore Magister Dr. Emanuel Lohin und des evangelischen Militärseelsorgers, Militärdekan Oberstudienrat Magister Michael Matiasek. Das Ganze. Hab!
Ganze gut. Geschätzte Anwesende, an der Spitze Herr Minister Magister Klug, liebe Überzeugte, liebe Suchende, liebe fragende Christen, ich möchte an diesem besonderen Tag, wo wir an die Zeiten der Kriege zurückdenken, an eine Hinterlassenschaft erinnern, die nachdenklich stimmt in diesen Tagen des Rückblickes auf die Zeiten der Kriege und anlässlich der Angelobung von jungen Männern. Es ist ein Satz, der hingekritzelt wurde an die Latrinenwand in einem Kriegsgefangenenlager in Sibirien 1949. Da ist gekritzelt: Gott und den Soldaten ehrt man in Zeiten der Not, aber nur dann ist die Not vorüber und die Zeiten gewandelt, wird Gott bald vergessen und die Soldaten schlecht behandelt. Liebe Zuhörer, liebe junge Soldaten, liebe Kameradin, lieber Kamerad, ob Soldaten heute gut oder schlecht behandelt oder werden, das kann ich nicht beurteilen, das müssen andere und andere entscheiden. Aber das, was ich kann als Militärpfarrer in vielen Gesprächen, das ist in Bezug auf den Glauben, was an der Latrinenwand steht. Die Zeiten, ob sie gut oder schlecht sind, darum dürfen wir nicht vergessen, und das möchte ich euch, liebe junge Soldaten, heute weitergeben und den Eltern und den Freunden und den Geschwistern: Was und wer hilft uns in Zeiten des Soldatseins nahe? Wer bekommt Schutz und Hilfe, damit er selbst Schutz und Hilfe leisten kann? Vieles können wir hier aufzählen, von der guten Ausbildung bis hin zur Liebe der Freunde und Freundin und zu Hause. Auf eines möchte ich aber hinweisen, heute ganz Besonderes. Und das steht in einem Wort der Bibel, in einem Psalmwort: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird meinen Fuß nicht wanken lassen und nicht gleiten lassen. Der Herr behütet dich. Diese Zusage Gottes möge euch in dieser Stunde, in der er aufbrecht, in eine Zeit begleiten, damit ihr Schutz und Hilfe bekommt, um Schutz und Hilfe leisten zu können. Amen. Es muss nicht leicht sein, für Verantwortungsträger bei Feiern auch dabei zu sein, wo man weiß, dass gewisse Dinge heute ein Ende bekommen, dass Dinge zugesperrt werden müssen aus Reformen, die andere eben politisch entscheiden müssen, ob sie notwendig sind, und wir dem Ganzen auch ein Gegenüber haben. So zum Beispiel die Militärmusik in ihrer gesamten Stärke. Ein Stück österreichischer Kulturgeschichte geht heute unverrückbar zu Ende. Aber vor mir steht ein Stück österreichischer Zukunftsgeschichte. Und da seid ihr, liebe junge Kameradinnen und Kameraden. Und einige von euch werden gesehen haben, einen Film, der weltberühmt wurde. Der Schauspieler ist leider schon tot, nämlich Keating. Und der Club der Toten Dichter hat sich eingegraben, auch in die Erinnerungsgeschichte von vor allem jungen Leuten, wo ein Lehrer da ist, der mit Humor und mit Menschlichkeit, mit Poesie und Außergewöhnlichkeit den jungen Leuten gegenübertritt. Und das ist unsere Aufgabe. Die Aufgabe der Pfarrer, die Aufgabe auch der Kommandanten, der Offiziere, die Aufgabe der Unteroffiziere und auch der Chargen. Und das ist der Weg, den wir euch mitgeben können. Das ist auch ein Stück Kulturgeschichte, für das wir verantwortlich zeichnen müssen. Und man hat von diesem Lehrer in einem Nachruf gesagt, er hat uns Mut gemacht, an uns selbst zu glauben. Dadurch konnten wir unser inneres Vermögen, unsere persönliche Begabung entdecken. Er hat uns bewusst gemacht, dass jeder von uns außerordentlich, einzigartig und unverwechselbar ist. Mehr noch, ja, er hat uns nicht nur Mut gemacht,
Er hat uns inspiriert und begeistert. Er hat uns Beine gemacht und Flügel gegeben. Liebe junge Rekruten, die ihr angelobt werdet, aber auch liebe Ausbildner, und ich zähle mich auch dazu, das kostet gar keinen Cent, das kostet keinen Euro. Das kostet einfach nur unseren Einsatz der Jugend, die anvertraut ist dem österreichischen Bundesheer gegenüber, dass wir ihnen das geben. Dass wir ihnen Beine machen und dass wir verstehen, ihnen auch Flügel zu geben. Eine Pädagogik, dass junge Menschen unerschrocken anpacken, was angepackt werden muss. Eine Pädagogik, dass wir Hoffnung ihnen geben und Überzeugung, dass ihre Zeit beim Bundesheer nicht sinnlos, sondern sinnvoll ist. Und auch, dass sie diese Sinnvolle umsetzen können in einer Pädagogik, von der Jesus in einem einzigartigen Wort von sich selbst gesagt hat: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und zu diesem Weg, auf diese Wahrheit hin und in das Leben hinein, wollen wir euch begleiten, wenn Herr Oberstleutnant Reiter uns jetzt alle zum Vertraut gewordenen Gebet des Vater Unser in das Habt Acht stellt. Das Ganze. Ab! Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Himmlischer Segen erfülle euch und euer junges, gutes Leben. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Das Ganze. Es folgt nun die Ansprache des Bürgermeisters der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Herr Bürgermeister Walter Hartlieb. Sehr geehrter Herr Minister, werter Herr Präsident des Kärntner Landtages, Herr General, Herr Militärkommandant, hohe Geistlichkeit, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Offiziere, Unteroffiziere und Chargen, werte Abordnungen und Repräsentanten aus Österreich, Italien und Deutschland, meine geschätzten Damen und Herren und vor allem liebe anzugelobene Rekruten, es freut mich, Sie alle recht herzlich namens unserer Marktgemeinde Kötschach-Mauthen am heutigen Tag begrüßen zu dürfen. Es ist für uns eine große Ehre und Freude, dass wir wiederum nach 2003 für eine feierliche Angelobung ausgewählt wurden. Der heutige Tag, liebe Rekruten, ist vor allem für Sie ein besonderer Tag. Sie haben sich entschieden, Ihren Präsenzdienst mit der Waffe zu absolvieren und legen heute in feierlicher Form Ihr Gelöbnis ab. Die heutige Angelobung steht aber auch ganz im Zeichen 100 Jahre Karnische Front, welcher eine der schrecklichsten Zeiten der Geschichte unserer Heimat erinnern soll. Es war nunmehr 100 Jahren, im Jahre 1915 Italien der österreich-ungarischen Monarchie den Krieg erklärt hat und somit in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist, wurde auch unsere unmittelbare Heimat, wurden das Gebiet der Karnischen Alpen rund um den Blöckenpass eine der härtest umkämpftesten Fronten dieses schrecklichen Krieges. Kurz vor dieser Feierstunde haben wir deshalb im Rahmen von Gedenkfeiern
für die Gefallenen der Weltkriege sowie der Opfer des Kampfes um unsere Heimatgrenze niedergelegt. Und wir dachten bei diesen Gedenkfeiern auch an jene vielen jungen Menschen, die damals lebensfroh und zuversichtlich an eine bessere Zukunft geglaubt haben, aber sodann im Einsatz für die Heimat mit ihrem Leben bezahlt haben. Wir haben uns dabei auch gefragt, ob wir die richtigen Lehren aus den schrecklichen Ereignissen des hinter uns liegenden 20. Jahrhunderts gezogen haben, aus den fürchterlichen Konflikten und Kriegen Nachbar gegen Nachbar, Europäer gegen Europäer. Obwohl wir aus der Geschichte gelernt haben und uns freuen können, dass wir nun mit 7 Jahrzehnten die längst anhaltende Friedensperiode, zumindest in unserem Teil Europas, erleben dürfen, wissen wir, dass Friede und Freiheit keine Selbstverständlichkeit sind. Dies wurde uns in den letzten Jahren auch durch zahlreiche Bedrohungsszenarien in anderen Teilen Europas und dieser Welt oftmals bewiesen. Trotz der vielen Diskussionen um das österreichische Bundesheer, um den NATO-Beitritt oder der Mitwirkung an einem gesamteuropäischen Sicherheitskonzept, wissen wir deshalb aus der Vergangenheit, dass wir das österreichische Bundesheer auch weiterhin brauchen. Und im Blick auf die Zukunft wissen wir, dass unser Heer vor neuen Aufgaben steht, die es erfolgreich zu bewältigen gilt. Nach wie vor wird es notwendig sein, dass wir unsere Grenzen schützen, vor allem gegen illegale Einwanderung und das organisierte Schlepperwesen. Wir wissen alle, welch unersetzlichen Beitrag das österreichische Bundesheer beim Katastropheneinsatz erbringt, um die vielen Menschen ihr Leben der Hilfe unserer Soldatinnen und Soldaten bei Lawinen, Muren und Hochwasserkatastrophen verdanken. Auch der Bevölkerung unserer Marktgemeinde und der Nachbargemeinden ist das österreichische Bundesheer stets hilfreich zur Seite gestanden. Dies wurde erst vor kurzem bei den Rekordschneefällen der Winter 2008 und 2014 wiederum eindrucksvoll bewiesen. Liebe Rekruten, es ist keineswegs ein leichter Dienst, zu dem Sie Ja gesagt haben heute. Und es verdient dies in der Öffentlichkeit auf volle Anerkennung und Unterstützung. Unsere Soldatinnen und Soldaten erbringen großartige Leistungen für unser Land und unsere Bevölkerung. Wenn Sie daher in wenigen Minuten Ihr Gelöbnis leisten, Ihr Vaterland und Ihr Volk zu schützen und notfalls mit der Waffe zu verteidigen, so sind wir Ihnen zu Dank verpflichtet und stolz auf Sie. Ich wünsche Ihnen allen eine interessante und unverfrorene Zeit beim österreichischen Bundesheer und eine bleibende Erinnerung an die heutige Angelobung in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen. Abschließend danke ich dem Militärkommandanten von Kärnten, Brigadier Walter Gittstaller, sowie seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des österreichischen Bundesheers für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und die Möglichkeit dieser Angelobung mit dem großartigen Rahmenprogramm. Ebenso danke ich allen Mitwirkenden, die heute hier teilgenommen haben und auch die Vorbereitungen letztendlich umgesetzt haben. Ihnen allen, werte Anwesende, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich noch einen schönen Aufenthalt in Kötschach-Mauthen und der heutigen Angelobung noch einen guten Verlauf. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Herr Landtagspräsident, Herr Generalleutnant, Hohe Geistlichkeit, geschätzte Fest- und Ehrengäste, Abordnungen der Blaulicht- und Einsatzorganisationen, der Traditions- und Kameradschaftsverbände aus Österreich, Italien und Deutschland, vor allem aber geschätzte, anzugelobende Rekruten und deren Angehörige. Seit heute im Vorspann dieser Angelobung bereits 2 Veranstaltungen gegeben. Eine Totenehrung sowie eine Gedenkveranstaltung anlässlich 100 Jahre Karnische Front. Ich erlaube mir, den Zusammenhang zwischen
diesen beiden Gedenkveranstaltungen und der jetzigen Angelobung zu erläutern. Gedenkveranstaltungen, wie die bereits zwei erwähnten, dienen dazu und gilt es vor allem natürlich, den vielen, vielen Opfern und Toten zu gedenken. Es gilt, deren unzähligen Leid zu gedenken. Leid der Hinterbliebenen, der Kriegsversehrten, der Verwundeten vor allem in ihren Seelen. Ich erlaube mir, hier und heute auch ganz besonders darauf hinzuweisen, dass wir im Besonderen auch an die in den letzten 3 Jahren tödlich verunglückten Kameraden der österreichischen Bergrettung gedenken, die in ihren so geliebten Bergen ihr Leben lassen mussten. Herr Ortsstellenleiter, Herr Landesleiter, recht herzlichen Dank für die Mitwirkung bei unseren heutigen Veranstaltungen. Es gilt aber auch, ein Zeichen zu setzen mit solchen Gedenkveranstaltungen, ein Zeichen gegen das allgemeine Vergessen, zu mahnen, einzumahnen für ein friedliches Miteinander, für ein Leben in Frieden und Freiheit. Es gilt aber vor allem auch, den Sinn dafür zu schärfen und vor allem den Sinn unserer Jugend dafür zu schärfen, dass Frieden, Leben in Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern diese täglich durch Worte und Taten hart zu erarbeiten sind. Womit ich bei Ihnen, geschätzte Rekruten, bei der heutigen Angelobung und beim österreichischen Bundesheer bin. Wir begehen heuer nicht nur 60 Jahre Staatsvertrag, 60 Jahre Zweite Republik. Wir begehen auch 60 Jahre österreichisches Bundesheer. Dies heißt, 60 Jahre Beitrag leisten durch das österreichische Bundesheer zu einem Leben in Frieden und Freiheit. In den letzten 60 Jahren haben 2,3 Millionen junge Österreicher den Grundwehrdienst geleistet, haben weit über 100.000 Soldaten und Soldatinnen in mehr als 100 Auslandsmissionen einen wesentlichen Beitrag zum internationalen Frieden, zur internationalen Friedenssicherung geleistet, haben österreichische Soldaten und Soldatinnen im Inland wesentliche Beiträge geleistet zur Friedenssicherung, zur Sicherung unserer Grenzen. So zum Beispiel 1956 Ungarnkrise, 1968 Tschechienkrise, 91 Jugoslawienkrise, haben über 350.000 Soldatinnen und Soldaten von 1990 bis 2011 die burgenländische und niederösterreichische Grenze gesichert, haben in vielen, vielen Millionen von Arbeitsstunden nach Katastrophen der österreichischen Bevölkerung Schutz und Hilfe geboten. Geschätzte Damen und Herren, nachdem ich mir erlaube, hier und heute ein wenig in die Vergangenheit zu blicken, erlaube ich mir, einem Organisationselement des österreichischen Bundesheeres ganz besonders für ihre Leistungen in den letzten 60 Jahren zu danken. Für Leistungen, sie haben einen wesentlichen Beitrag zum so hohen Ansehen des österreichischen Bundesheeres, zur tollen Integration des österreichischen Bundesheeres in der Bevölkerung geleistet. Es ist dies unsere Militärmusik. Recht herzlichen Dank für eure Leistungen. Sie haben uns mit vielen, vielen tollen musikalischen Stunden verwöhnt. Geschätzte Rekruten, jetzt gilt es aber in die Zukunft zu blicken. Sie werden in wenigen Minuten Ihr Treuegelöbnis ablegen. Sie werden geloben, mit all Ihren Kräften der Republik
Österreich zu dienen, dem österreichischen Volke zu dienen. Sie werden sich damit in die Phalanx der ca. 2,3 Millionen jungen Österreicher, die den Grundwehrdienst geleistet haben, einzureihen und ab sofort ihren wesentlichen Beitrag zu Frieden, zu Schutz und Hilfe in Österreich und darüber hinaus zu leisten. Geschätzte Rekruten, ich wünsche Ihnen für Ihren Grundwehrdienst alles Gute. Ich wünsche Ihnen einen abenteuerlichen, einen attraktiven Grundwehrdienst. Ich wünsche Ihnen vor allem einen unfall- und verletzungsfreien Grundwehrdienst. Ich wünsche Ihnen einen Grundwehrdienst, wo Sie möglichst viel an persönlichem Nutzen, an Lebenserfahrung für weiteres Leben, für einen weiteren Beruf mitnehmen können. Und vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie nach 6 Monaten abrüsten und sagen können, die 6 Monate beim österreichischen Bundesheer waren nicht umsonst. In diesem Sinne, es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe die Republik Österreich in einem ungeteilten und freien Europa. In Vertretung von Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser spricht der erste Präsident des Kärntner Landtages, Michael Reinhard Rohr. Bitte, Herr Landtagspräsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister Magister Klug, herzlich willkommen bei uns in Kärnten. Herr Generalleutnant Reisner, Herr Militärkommandant Brigadier Gittstaller, meine sehr geehrten Herren Militärseelsorger, Abgeordnete, anwesende Ehrengäste, Bürgermeister und natürlich der Hausherr, geschätzter Herr Bürgermeister Walter Hartlieb, liebe Angehörige, Verwandte, Freundinnen und Freunde, die Sie gekommen sind, um diesen Gelöbnis der Rekrutinnen heute beizuwohnen, geschätzte anzugelobende Rekruten. Ich habe heute hier die Ehre, den Herrn Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser zu vertreten und damit das Land Kärnten offiziell zu repräsentieren. Und ich darf Ihnen zu diesem Anlass auch die besten Grüße und Wünsche des Herrn Landeshauptmannes überbringen, mit dem ich gestern noch telefoniert habe und der mir das aufgetragen hat. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass er am Weg der Besserung zwar noch im Krankenhaus befindlich ist, aber es wird in wenigen Tagen so weit sein, dass er das Krankenhaus verlassen wird können und dann wieder auch für seine Funktion im Dienste des Landes Kärntens zur Verfügung steht. Es ist schon erwähnt worden, heute haben wir eine sehr beeindruckende gemeinsame Gedenkfeier zum Anlass und zum Gedenken 100 Jahre Karnische Front. Anlässlich der Opfer des Ersten Weltkrieges und im Besonderen der Gefallenen und Toten an dieser Karnischen Front gedacht. Dies auch im Bewusstsein, dass niemals mit Waffen politische Konfrontationen und Interessenslagen unterschiedlicher Natur zu lösen sind, weil dabei immer die Menschen die Opfer sind und Tod, großes Leid und Not als Folge zu ertragen haben. Das gilt für alle Kriege, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, dessen Ende vor 70 Jahren wir heuer auch in verschiedensten Gedenkveranstaltungen Ende April und im Mai gedacht haben. Das gilt aber auch und ganz besonders den aktuellen Kriegs- und Krisenherden in Syrien, im Irak, und auch an den Grenzen Europas, der Ukraine oder in Afrika und deren Auswirkungen, meine sehr geschätzten Damen
und Herren auf Europa und insbesondere auf Österreich mit der täglich steigenden Zahl von Asylsuchenden und den damit auf uns alle zukommenden Problemen, diesen Flüchtlingen ein Dach über den Kopf zu ermöglichen und das Überleben zu sichern. Deshalb müssen wir uns mit den Ereignissen und Folgen der Kriege auseinandersetzen, um daraus für die Gegenwart und die Zukunft die richtigen Schlüsse zu ziehen und alles zu tun, um dauerhaften Frieden zu sichern. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, und genau deshalb brauchen wir auch 60 Jahre nach dem österreichischen Staatsvertrag und der Beschlussfassung des österreichischen Neutralitätsgesetzes und der Begründung des Bundesheeres unser Bundesheer mit seinen an die heutige Zeit und die Erfordernisse angepassten Aufgabenstellungen. Sicherheitspolitik, Friedenssicherung in Krisenregionen, Landesverteidigung unter teilweise völlig anderen und neuen technischen Herausforderungen und Aspekten. Und im Sinne unserer Gesellschaft die unabdingbaren Einsätze des Bundesheeres mit seinen Hilfestellungen bei den mehr werdenden Katastropheneinsätzen gemeinsam mit allen anderen und vor allem mit unseren freiwilligen Einsatzorganisationen, die heute ja auch durch entsprechende Abordnungen vertreten sind. Da ist zu erinnern, es wurde vom Herrn Bürgermeister schon gesagt, 2008, 2014, die unbewältigbaren Schneemengen hier im Gail und im Lesachtal. Oder ich erinnere erst an die Brandkatastrophe in der Gemeinde Lurnfeld im April dieses Jahres, wo über 24 Tage freiwillige Einsatzkräfte, die Feuerwehren im Besonderen und das österreichische Bundesheer, einen Waldbrand erfolgreich bekämpfen konnten. Oder aktuell, wenn wir uns an die Fernsehbilder der letzten Tage erinnern, die Aufräumungsarbeiten der Unwetterfolgen im Lausnitzgraben in der Gemeinde Rennweg. Dafür kann man allen eingesetzten Kräften, den verantwortlichen Militärs und dir, geschätzter Herr Bundesminister, namens der betroffenen Bevölkerung nur aufrichtig Danke sagen. Und nach guten, man sagt in Lesachtal, ist das halt so ein Brauch, nach guten Lesachtaler Brauch, diesen Dank auch gleich mit einer neuen Bitte verbinden. Nämlich, wenn das Bundesheer zukünftig zur Unterstützung der Einsatzkräfte gebraucht wird, dies in der bestens bewährten Form auch wieder in Zukunft sicherzustellen. Geschätzte anzugelobende Rekruten, mit Ihrem Wehrdienst und dem heutigen Gelöbnis leisten Sie einen unverzichtbaren Dienst für unser Land und die Republik Österreich. Nützen Sie diese 6 Monate Ihres Dienstes. Nützen Sie das interessante Ausbildungsangebot und nehmen Sie etwas für Ihr weiteres Leben mit. Gemeinsam erlebtes, gelebte Kameradschaft und Anforderungen und Einsatzbereitschaft, wie diese vielleicht später so speziell nicht mehr gebraucht werden, sollten Ihnen allen Lebensschule und besondere Zeit sein, die Sie niemals missen möchten. Ganz zum Schluss noch ein großes Danke an unseren Militärkapellmeister, Professor Oberst Sigismund Seidel, welcher über 37 Jahre im Dienste der Militärmusik Kärnten gestanden ist und diese zum besten Orchester und einem der wichtigsten Kulturbotschafter unseres Landes gemacht hat. Danke für dein Engagement und alles Gute für deine Zeit, die jetzt kommt. Das ist heute dein letzter Auftritt. Bleib gesund, genieße deine neu gewonnene Zeit mit deinen, wie ich weiß, vielfältigen Interessen, die bisher zu kurz gekommen sind. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, genießen Sie alle noch diese
feierliche Angelobungsfeier hier in Kötschach-Mauthen. Es lebe die Republik Österreich in unserem gemeinsamen Europa. Es lebe unsere Heimat Kärnten. Ansprache des militärisch höchst Anwesenden, unseres Herrn Bundesministers, Magister Gerhard Klug. Bitte, Herr Bundesminister. Sehr geschätzter Herr Landtagspräsident, hohe Geistlichkeit, Vertreter der gesetzgebenden Körperschaften, Soldatinnen und Soldaten, mein besonderer Gruß gilt Ihnen, den anzugelobenden Rekruten und Ihren Angehörigen. Sehr geehrte Damen und Herren, hier an diesem symbolträchtigen Ort war es, wo vor 100 Jahren Soldaten erbittert gekämpft haben und elendlich zugrunde gegangen sind. Unsere Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges schließt die Gewissheit darüber ein, dass sich unser Bundesheer der Zweiten Republik mit ganzer Kraft dem Schutz von Freiheit und Demokratie verschrieben hat. Wir haben uns der Hilfe nach Katastrophen in unserem Land verpflichtet und leisten einen solidarischen Beitrag zu internationalen Friedensaufgaben. Es ist mir persönlich eine große Freude, an diesem bedeutenden historischen Ort die hier angetretenen jungen Soldaten des österreichischen Bundesheeres zu begrüßen. Für Ihren Entschluss, den Grundwehrdienst zu absolvieren, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich freue mich auch, dass so viele Familienmitglieder, Freunde und Verwandte der heutigen Einladung gefolgt sind, um diesen wichtigen Tag gemeinsam mit ihren Söhnen zu feiern. Soldaten, Sie werden unmittelbar im Anschluss feierlich das Treuegelöbnis ablegen. Damit werden Sie Teil des österreichischen Bundesheeres, Teil einer Solidargemeinschaft, die die verfassungsmäßige Aufgabe hat, unsere Heimat, die Republik Österreich und damit die österreichische Bevölkerung vor Bedrohungen zu beschützen. Das österreichische Bundesheer wird weiterhin seine Aufträge im Inland, aber auch im Ausland in gewohnt professioneller und verlässlicher Weise zur Zufriedenheit aller erfüllen. Der Schutz kritischer Infrastruktur gilt den vitalen Lebensadern unserer Heimat, wie zum Beispiel unserem Stromnetz, der Wasserversorgung oder unserer Verkehrsknotenpunkte wie Flughäfen oder Bahnhöfe. Dieser Einsatz ist äußerst kräfteintensiv, daher erhöhen wir die Anzahl unserer Infanteriebataillone und investieren auch verstärkt in modernes Gerät. Auch die Miliz, deren primärer Auftrag nunmehr eben der Schutz dieser kritischen Infrastruktur ist, wird aufgewertet und österreichweit bis 2018 um weitere 12 Kompanien ausgebaut. Unsere Spezialeinsatzkräfte der Pionier- und ABC-Abwehrtruppe werden weiter verstärkt auf Inlandsaufgaben wie sicherheitspolizeiliche Assistenz und qualifizierte Katastrophenhilfe ausgerichtet. Gerade in diesen Stunden arbeiten rund 50 Pioniere nach schweren Unwettern zur Beseitigung von Verklausungen
im Lausnitzbachgraben bei Rennweg. Dabei werden schweres Pioniergerät und Transporthubschrauber von Typ Black Hawk aus Langenlebern eingesetzt. Auch im Stadtgebiet von Villach, nach den schweren Windschäden vor mehr als einer Woche, hat unser Bundesheer geholfen. Es zeigt sich einmal mehr, dass die Zusammenarbeit zwischen den zivilen Helfern, den Blaulichtorganisationen und dem österreichischen Bundesheer in vorbildlicher Art und Weise funktioniert. Sehr geschätzter Herr Landtagspräsident, und diese Unterstützung sage ich nicht nur sehr gerne, sondern auch selbstverständlich in Zukunft weiterhin zu. Getreu unserem Motto Schutz und Hilfe fließen beispielsweise in den nächsten Jahren rund 25 Millionen Euro in moderne Pioniermaschinen und Gerätschaften. Wann auch immer Hochwasser, Muren, Stürme, Lawinen, Leib und Leben unserer Bevölkerung bedrohen, das österreichische Bundesheer wird da sein, um zu helfen. Auch unser Auslandsengagement werden wir weiterhin auf hohem Niveau aufrechterhalten. Rund 1.100 Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres stehen derzeit bei internationalen Friedensmissionen im Kosovo, in Bosnien, im Libanon, in der krisengeschüttelten Ukraine und an anderen Krisenherden dieser Welt im Einsatz. Eine beeindruckende Zahl. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit Europas und damit für die Sicherheit und zum Schutze Österreichs. Einer meiner wesentlichen Schwerpunkte ist die Reform des Grundwehrdienstes. Wir schaffen Wahlmöglichkeiten, wir haben die Mitbestimmung für die Rekruten erhöht, wir erhöhen die Schießübungen, intensivieren die Sportausbildung und vieles mehr. Um einen sinnvollen, abwechslungsreichen und lohnenden Wehrdienst zu ermöglichen, investieren wir jährlich 30 Millionen Euro aus unserem Budget. Ich will, dass der neue Grundwehrdienst eine klassische Win-Win-Situation darstellt. Zum einen für das österreichische Bundesheer, zum anderen aber auch für unsere jungen Männer, die ihren Dienst am Staat leisten. Mir ist schon klar, dass wir nicht alle Rekruten begeistern werden können. Dafür ist die Zeit beim Grundwehrdienst für einige junge Menschen zu entbehrungsreich, aber unser Ziel ist es, möglichst viele von ihnen positiv zu erreichen. Die Kompetenzen, die sie während ihres Grundwehrdienstes aneignen, sollen auch in ihrem weiteren Leben nützlich sein. Ich möchte hierbei die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Ausbildern des österreichischen Bundesheeres, Offizieren, Unteroffizieren und Chargen für die professionelle Arbeit der Ausbildung unserer jungen Rekruten, immerhin 18.000 junge Burschen aus ganz Österreich, herzlich gratulieren. Abschließend ist es mir ein Bedürfnis, ein offenes Wort an Sie, die neu anzugelobenden Rekruten zu richten. Wie in allen erfolgreichen Organisationen ist es auch im österreichischen Bundesheer wichtig, im entscheidenden Moment alle Kräfte zu bündeln, auf ein Ziel zu konzentrieren und im Miteinander eine gestellte Aufgabe zu bewältigen. Dabei steht die Kameradschaft an vorderster Stelle und erleichtert es, Situationen, die einem viel abverlangen, gemeinsam zu meistern. Rekruten der Einrückungstermine Juni und Juli 2015. Ich wünsche Ihnen einen ereignisreichen, spannenden und unfallfreien Grundwehrdienst. Seien Sie sich gewiss, die Bevölkerung wird es Ihnen aus ganzem Herzen danken und mit Stolz auf Ihre Leistungen blicken, die Sie zum Wohle der Republik und der österreichischen Bevölkerung erbringen.
Alles Gute und viel Soldatenglück. Es lebe das österreichische Bundesheer. Es lebe die Republik Österreich. Es folgt jetzt als Höhepunkt der Feierstunde der Akt angenommen. Hierbei wird der Signiertrupp des Militärkommandos Kärnten in die Mitte des Festplatzes vortreten. Stellvertretend aus den Kompanien werden die Gutsun Feldzeichen vortreten. Das Treuegelöbnis wird der oberstliche Arno Kronhofer vorgelesen und von den Gutsun nachgesprochen. Das Ganze. Ab! Den Signiertrupp vortreten. Rekrutenabordnungen vortreten. Das Treuegelöbnis ist nachzusprechen. Ich gelobe. Ich gelobe. Mein Vaterland. Mein Vaterland. Die Republik Österreich. Die Republik Österreich. Und sein Volk zu schützen. Und sein Volk zu schützen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe. Ich gelobe. Den Gesetzen. Und den gesetzmäßigen Behörden. Und den gesetzmäßigen Behörden. Treue und Gehorsam zu leisten. Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Pünktlich und genau zu befolgen. Pünktlich und genau zu befolgen. Und mit allen meinen Kräften. Und mit allen meinen Kräften. Der Republik Österreich. Der Republik Österreich. Und dem österreichischen Volk. Und dem österreichischen Volk. Zu dienen. Zu dienen. Rechts und links. Rekrutenabordnungen eintreten. Im Schweden. Der Regen bereitete der Angelobungsfeier ein frühes Ende. Das geplante Abschiedsplatzkonzert der Militärmusik Kärnten unter Sigismund Seidl musste abgesagt werden.